und willkommen wieder beim Beat Nerd. Heute gibt es einen ganz neuen Beat für euch und zwar diesmal, ich kenne ihn eigentlich aus dem Dance-Bereich sehr oft, dass man praktisch die Hi-Hat immer auf den Uns hat und nicht die ganze Zeit durch. Die ganze Zeit durch wäre so ein bisschen mehr für mich persönlich Rock-Feeling und das ist praktisch so ein Standard-Dance-Groove, also spielen wir nochmal. Ja, den gleichen könnte man auch spielen, indem man praktisch die Kick die ganze Zeit drin lässt. Dann hat man einen ganz krassen Four on the Floor. Also, ja, also merkt ihr schon, das ist schon sehr, sehr dancig, dass die Kick die ganze Zeit in your face reinhaut. Und ja, wir hatten ja letztens die 16. Jetzt habe ich natürlich später nochmal ein 16. reingepackt, folgend auf unserer alten Übung. Ich spiele es nochmal ganz langsam. Hier ist das 16. Oh. Also ihr merkt schon, da kann man auch wieder diese ganzen coolen Sachen mit reinnehmen. Da werde ich mich demnächst noch ein bisschen mehr beschäftigen und euch einfach coolere Sachen geben. Wir sind erstmal nur in den Basics. Wenn wir die abgearbeitet haben, dann werde ich ein paar Songs hier an den Start kriegen, wo wir es ein bisschen cooler machen können. Okay, was mache ich hier? Also, auf der 1 habe ich die Kick, auf der 1 und habe ich die Hi-Hat, auf der 2 habe ich die Snare, auf der 2 und habe ich wieder die Hi-Hat, auf der 3 habe ich die Kick, auf der 3 und habe ich wieder die Hi-Hat und auf der 4 habe ich den Clap und die Snare und auf der 4 und wieder unser Pad. Natürlich nicht Pad, sondern die Hi-Hat. Okay, und jetzt ist es einfach, also so einfach ist es tatsächlich, es sieht so einfach aus. Ja, aber ich habe da auch echt lange für gebraucht, um das rauszukriegen, dass praktisch immer wieder diese Off-Betonung, das kenne ich auch wieder hier aus der Gitarre sehr gut, dass es sehr schwierig ist, diese Zwischennoten, die Offs zu kriegen. Also viele meiner Schüler haben ganz oft Probleme, wenn ich sage, ich spiele mal nur die und, also eins, und. Ganz schwierige Sache, also probiert das mal aus, dass ihr wirklich nur die Un spielt und zwar mit der Hi-Hat. Also was ihr machen könnt, ist zum Beispiel entweder, wenn wir die mal nicht nehmen, sondern nur auf den Boden klatschen und dann immer und. Oder auch zu einem Song, ihr lasst einfach mal einen Song laufen und macht immer 1 und 2 und 3 und, dass ihr so ein bestimmtes Gefühl dafür kriegt. So, und danach ist es praktisch, wenn ihr das Gefühl habt, ist gar nicht mehr so schwierig, ihr haut die Kick, Snare, Clap, Snare, Kick, Hi-Hat, Kick, Hi-Hat, Clap, Hi-Hat, Kick, Hi-Hat, Clap, Hi-Hat. So, und was ihr jetzt noch reinnehmen könnt, anhand von unserem Tutorial davor, könnt ihr natürlich den 16. Also wenn ihr das schon beherrscht, ja, könnt ihr die reinnehmen, also. Oder was ihr auch natürlich machen könnt, ist zum Beispiel mit dem Ringfinger und dem Zeigefinger. Ich habe euch ja letztens schon gesagt, am coolsten ist, wenn ihr relativ viel mit allem spielen könnt. Aber das sind so die Grundbasics, wären zum Beispiel, wenn man es auch mit einer Hand spielen kann. Ist hier ein bisschen weit weg, muss ich sagen. Also ich kann es mal probieren. Ja, ist ein bisschen schwierig. Ich glaube, hier wäre es mir leichter. Ja, es funktioniert schon ein bisschen besser. Müsst ihr auch gucken, wie ihr euch das Ganze legt. Ich habe jetzt mal ein komplettes Preset von der MPC genommen, die ich auch gleich wieder laden muss, sehe ich. Und da muss man halt gucken, wie man es macht. Wir werden auch demnächst noch eigene Samples, werde ich euch geben, wo ihr einfach ein bisschen mehr auf Songs spielen, wirklich komplette Belegungen hier machen, also was man machen kann. Vielleicht sogar Doppel- oder Dreifachbelegung, dass wir auch so ein paar Sachen layern, dass wir noch ein bisschen vielleicht mit mehreren Pad-Strukturen arbeiten. Aber erstmal ist es wichtig, einfach nur diese ganz krassen Basics reinzukriegen. Okay, also ich spiele es nochmal und mach mal nochmal den Doppelkick. Den Doppelkick könnt ihr eigentlich am Anfang nehmen, also 1 E, 2 E. Das geht natürlich auch mit dem Clap, also. Ja, klingt jetzt nicht so cool. Wir nehmen mal den hier. Ja,
Also kann man so ein bisschen gucken, wie man sich legt. Wie gesagt, es geht hier nur erstmal um die Basics und die ganz krassen Sachen, wenn wir praktisch selbst belegen und gucken, auch hier die Toms und sowas gucken wir uns selbst an. Hängt auch natürlich davon ab, was man macht. Wenn man zum Beispiel einen eher rockigen Song macht, da werde ich auch nochmal eine Community vorstellen, die heißt Drumless Tracks. Ist ganz cool. Da gibt es unfassbar viele Tracks der ganzen Welt ohne Drums. Da kann man das relativ cool raufspielen. Eine Sache habe ich ja schon benutzt, und zwar das Cover von Sugar Maroon 5. Und davon werden wir auch ganz viel uns angucken. Also praktisch anhand von dem, was wir hier lernen, hauen wir das mal rüber. Ja, ich hoffe, es hat euch was geholfen. Ich hoffe, ihr konntet hier ein bisschen mitspielen. Und ja, ich weiß auf jeden Fall, ihr habt mir ja schon öfter gesagt, wir wollen mehr Tutorials von der MPC Live. Bekommt ihr auf jeden Fall. Ich werde gleich mal nach diesem Tutorial nochmal ein kleines Review machen, das ich mir angucke. Wird wahrscheinlich jetzt schon, wenn das Tutorial hier rauskommt, wird es eh kommen oder draußen sein. Ansonsten schreibt mir einfach auf, was ihr Lust habt. Also wollt ihr mehr Trap, mehr Hip-Hop, mehr Rockbeats und so weiter? Ich werde mir alles mal angucken und euch einfach mal zeigen, wie es läuft. Ansonsten, was ich euch noch sehr empfehlen kann, wenn ihr Lust habt, euch da noch tiefer reinzuhauen, melodix.com, die beste Software, die es überhaupt gibt. Ich hatte jetzt, bin glaube ich noch der Führer im Bereich von Stacks, das heißt Übungen am Tag. Jeden Tag 5 Minuten, das wird dann aufgerechnet. Bin bei 249 stecken geblieben. Leider habe ich es da, ich habe es einfach verpasst. Also, man sollte eigentlich jeden Tag üben, dann kriegt man praktisch diesen Stack und da kriegt Trophäen. Ich habe es einfach echt verhauen. Naja, und jetzt bin ich bei Tag 6 wieder. Aber egal, ich ziehe das durch. Ich will die 365-Tage-Trophäe. Und ich habe tatsächlich gemerkt, es ist echt ein großer, großer Unterschied, wenn man da wirklich, ja, wie kann man sagen, wenn man das wirklich täglich macht. Und ich habe tatsächlich wirklich meistens nur 5 Minuten bis 10 Minuten Zeit gehabt am Tag und es hat unfassbar viel gebracht. Also wirklich für diese, für die ganzen Riffs und so weiter. Werde ich euch alles zeigen. Ja, dann teilt, liked und bis zum nächsten Mal. We'll be right back.